Hallo, ich kann gar nicht gebärden. Komm, mach mal ein Foto. Schaut mal, da am Fuß. Moment. Na, habt ihr gesehen? Das ist eine Brieftaube. An ihrem Beinchen habt ihr vielleicht diesen roten Behälter bemerkt. Da ist ein Zettel mit der Lösung meiner Quizfrage drin. Jetzt ist sie damit weggeflattert. Ich bin mal gespannt, ob ich später die Antwort zurückbekomme. Sie ist schon auf dem Weg zu ihrem Besitzer. Da geht es für mich jetzt auch gleich hin. Zuerst aber noch die Frage für euch. Warum kommen Brieftauben immer wieder zurück? A. Weil sie nach Hause wollen. Oder B. Weil sie darauf trainiert sind. Ich besuche jetzt Anton und für euch gibt es ein paar Infos über Brieftauben. Brieftauben stammen von der Felsentaube ab, einem Wildtier, das Menschen vor langer, langer Zeit an sich gewöhnt und gezüchtet haben. Schon vor 3000 Jahren schickten die Ägypter Brieftauben los, um Nachrichten zu überbringen. Brieftauben waren bis zur Erfindung moderner Techniken die schnellste Möglichkeit, um Informationen zu verschicken. Aber sie sind wegen ihrer besonderen Fähigkeiten immer noch faszinierend. Sie können bis zu 130 km/h schnell fliegen. Das ist schneller, als ein Auto auf der Landstraße fahren darf. Und sie können auch sehr lange fliegen. Hunderte Kilometer. Schaut mal hier. Ich war jetzt voll schnell. Die Brieftaube mit der Lösung der Quizfrage. Ist die auch schon da? Na, das verrate ich dir nicht. Komm mit raus, da können wir uns besser unterhalten. Ja, gehen wir. Du hast ja echt viele Tauben, aber die schauen für mich alle ungefähr gleich aus. Kann man die überhaupt irgendwie voneinander unterscheiden? Klar, du kannst dir die Farben der Fußringe anschauen. Rot, grün, weiß und so weiter. Aber die Tauben haben auch unterschiedliche Kopfformen, Schnäbel, Körper. Wie bekommen die denn diese Fußringe? Die muss man beringen, wenn sie noch klein sind. So ungefähr 6 bis 7 Tage alt. Gibst du sie mir? Was sind das denn für Löcher? Ohren, wie bei dir. Ach, interessant. Aber wenn sie groß werden, wachsen Federn drüber. Dann kann man die nicht mehr sehen. Nur jetzt sieht man die Ohrlöcher. Warm. Das ist ganz warm. Jetzt setze ich dich zurück. Seht ihr den Flaum? Diese ganz feinen Haare. Wenn die Küken so 1, 2, 3 Wochen alt sind, ist da das Federkleid drüber gewachsen. Okay, ich lasse euch jetzt mal in Ruhe. Ciao. Warum ist diese Taube für dich besonders? Weil er einen super Stammbaum hat. Mit Fähigkeiten wie schnellem Fliegen und bester Orientierung. Wie alt ist er denn? Schon über 20 Jahre. Boah, ist das alt. Wie alt werden Tauben denn normalerweise? Naja, meistens unter... Also unter 20 Jahre? Ja. Hut ab. Du, was mir auch auffällt, was ist denn das um den Schnabel? Ist das eine Krankheit oder Verletzung? Nein. Nein? Das sind Warzen. Die wachsen mit jedem Jahr ein bisschen mehr. Weibchen haben das nur ganz wenig. Ach so. Tja, so ist der Lauf der Dinge. Ihr werdet später auch mal alt sein und ich auch. Aber zum Glück ohne Warzen um die Nase.
wann bekommen die Tauben denn immer Futter? Ich gebe ihnen immer zweimal am Tag was zu essen, morgens und abends. Oh, naja. Tauben brauchen auch Vitamine. Interessant. Und da können die jetzt draus trinken. Einfach den Kopf rein. Ich bin der neue Putzmann. Der neue Hausmeister. Komm. Putzen, putzen. Und jetzt? Jetzt sind wir noch nicht fertig. Eins gehört noch zur Pflege dazu. Was? Das Baden. Baden? Wie du duschst. Ah. Wasser? Nein, nicht allein. Nein? Es kommt zusätzlich Apfelessig rein. Warum? Gegen Läuse. Die jucken, wenn sie in den Federn sind. Und so werden die weggespült. Interessant. Na kommt, baden. Aber das Wasser ist echt kalt. Haltet ihr das aus? Ja, die gehen von Januar bis Dezember immer baden. Zweimal die Woche, kein Problem. Hallo. Süß, wie sie alle aufs Wasser starren und sich aufs Baden freuen. Mal schauen, ob sie es schaffen, da alle zusammen reinzugehen. Moment, da! Jetzt baden Sie. Brieftauben hält man in einem Taubenschlag. So nennt man das begehbare Vogelhaus, an dem zusätzlich auch eine Außenvoliere sein sollte. Innen braucht jedes Taubenpaar eine Brutnische, Sitzgelegenheiten und genug Platz zum Herumflattern. Tauben lieben es gesellig. Ganz wichtig ist ihnen ihr Partner, dem sie ein Leben lang treu bleiben. Aber sie brauchen noch mehr Artgenossen um sich herum. Deshalb sollte man mindestens 4 Paare in einem Taubenschlag halten. Ein Außengehege ist sehr wichtig für Brieftauben. So sind sie an der frischen Luft, aber auch sicher vor Greifvögeln. Du hast hier so viele Tauben. Verkaufst du denn auch welche? Klar, wenn mich Bekannte ansprechen, ob ich welche habe, dann gebe ich schon welche her. Ich kann ja nicht alle behalten. Das werden sonst zu viele. So viel Platz habe ich nicht. Und gibt es auch Tauben, die du so gern hast, dass du sie niemals hergeben würdest? Ja, ihn hier zum Beispiel. Den magst du am liebsten? Ja. Sein Vater ist er hier, der Superflieger. Der hat seine Fähigkeiten an ihn weitervererbt. Wenn der mal stirbt, habe ich ihn noch. Ich habe auch eine Liebste. Eine Person. Keine Taube. Aber eine Taube. Kann ich ihr eine Botschaft schicken? Warte mal. Hier, für meine Liebste. Kann ich dir den geben und du packst ihn an eine Taube? Wohin? Nach Berlin zu meiner Frau. Nein, das klappt nicht. Warum? Ich wohne ja hier in Leverkusen. Wenn du mir umgekehrt eine deiner Tauben jetzt geben würdest, könnte ich dir den Brief mitgeben und sie würde nach Berlin fliegen. Oder nochmal andersherum. Ich gebe dir eine meiner Tauben mit, dann würde sie hierher fliegen. Sonst weiß sie nicht wohin. Berlin, wo soll das sein? Ach, jetzt kapiere ich's. Das heißt, Brieftauben fliegen immer wieder zurück an den Ort, an dem sie aufgewachsen sind. Genau. Ah. Und ihr Zuhause ist ja eben hier. Das bedeutet, dass ich jetzt nach Berlin keine Taube losschicken kann. Nee. Mist. Ja, hast du Pech gehabt.
Doof, dass ich ihr nichts schicken kann, aber dann schreibe ich ihr halt einfach eine SMS. Kannst du machen. Die Tauben sind immer ganz eng beieinander. Ist es auch möglich, dass die eine enge Mensch-Tier-Bindung entwickeln, wie Katzen oder Hunde? Also wenn du die von klein auf trainierst, kommen die schon auf deine Schulter geflogen. Also so eine Beziehung ist möglich, aber das muss nicht sein. Es ist ja auch schön, die so in ihrer Gruppe zu sehen. Eben. Toll, die zu beobachten. Heute Morgen habe ich ja diese Brieftaube losfliegen lassen. Die mit der Lösung unserer Quizfrage. Sei mal ehrlich, wer war zuerst hier? Ich oder die Brieftaube? Die Taube ist vor dir angekommen. Aber knapp, oder? Nein, mit weitem Abstand, weil die Taube halt direkt fliegt. Luftlinie. Und du mit deinem Auto fährst kreuz und quer, stoppst an der Ampel, stehst im Stau. Stimmt, für die Tauben gibt's oben keine Ampeln. Die können direkt durchfliegen. Okay, dann kann ich das akzeptieren. Das ist dann klar, dass die schneller war. Aber ich finde die jetzt sowieso schnell hier, weil die rote Fußhülse ja auffällig ist. Nein, die habe ich schon runtergemacht. Warum? Ja, weil du das selbst suchen sollst. Nach Aussehen, Federn. Egal. Ich habe ja ein Erinnerungsfoto. Moment. Also, die Farbe ist irgendwie braun-weiß und die Taube ist grün beringt. Okay, ich schau mal. Nee, hier ist sie nicht dabei. Schau mal, die hier. So, jetzt darf ich die Fußhülse haben. Klar, die Belohnung bekommst du draußen. Draußen, okay. Erinnert ihr euch noch an die Quizfrage? Warum kommen Brieftauben immer wieder zurück? A, weil sie nach Hause wollen? Oder B, weil sie von klein auf darauf trainiert sind, ganz weite Strecken zu fliegen? Gibst du mir die Lösung, diesen Behälter für den Fuß? Na, jetzt bin ich gespannt. Endlich! Na, was glaubt ihr? Der Grund ist natürlich, dass Tauben ihren Partner so dringend brauchen, dass sie im Zweifel auch jeden noch so weiten Weg auf sich nehmen, um zu ihrem Liebsten oder ihrer Liebsten und ihren Freunden zurückzufliegen. Stimmt's? Genau. Und jetzt würde ich alle Tauben so gerne fliegen lassen. Bitte, bitte kann ich? Heute? Ja. Dann schieben wir das weg. Yeah! Los! Tschüss und bis zum nächsten Mal.